Völlig inakzeptabel ist auch ein Haltungsjournalismus, der darin besteht, Steigbügelhalter für eine bestimmte politische Ideologie zu sein. Das heißt, die Herrschenden, die diese Ideologie vertreten, wie Prätorianer zu schützen vor Angriffen, Fehlentwicklungen zu vertuschen, unter den Teppich zu kehren, kleinzureden, zu verzwergen oder ins völlige Gegenteil zu verkehren. Das ist das, was ich derzeit in Deutschland in Teilen wahrnehme. Offene Missstände werden von Journalisten nicht mehr angesprochen. Ich will nicht sagen von den Journalisten, aber von den in Mainstream-Medien. Wir finden Journalisten, die es ansprechen. Wir sind die Journalisten in kleinen Medien, in alternativen Medien. Aber gerade da, wo es angesprochen werden müsste, wo die Leute auch fürstlich bezahlt werden, in den Staatsmedien, in öffentlich-rechtlichen Medien, finden wir dies kaum. Wir finden vielmehr, dass die Medien ihre grundgesetzlich geschützten Möglichkeiten, ich sage mal Waffen, nicht gegen die Regierung, nicht gegen die Regierenden mehr richten, sondern gegen diejenigen im Volk, in der Bevölkerung, die Fragen stellen, die Kritik äußern, die einfach nur berechtigt fragen, warum ist das so? Da stelle ich fest, dass diese Medien diese Leute diffamieren, diskreditieren. Sie kennen alle diese Ausdrücke, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Rechtspopulisten, dieses Framing, Umstrittene. Ich habe es schon gemerkt 2015, als es mit den Demonstrationen gegen die Migrationspolitik losging, als diese Leute, die auf die Straße gegangen sind, mit Bausch und Bogen, kann man sagen, als irgendwas, aber auf jeden Fall verdammt wurden, diffamiert und diskreditiert wurden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nicht Aufgabe der Medien, die Bürger zu kritisieren. Es ist nicht Aufgabe der Medien, den Bürgern irgendwelche Zensuren zu erteilen. Es ist nicht Aufgabe der Medien, hier ein Framing durchzuführen, ob jemand umstritten ist oder nicht umstritten ist. Das ist nicht Aufgabe der Medien. Dafür haben sie nicht das Grundrecht auf Pressefreiheit. Es ist Aufgabe der Medien, diesen Menschen eine Plattform zu geben. Es ist Aufgabe der Medien, kritische Fragen der Bürger an die Politik zu richten und die Politik zu kritisieren. Das, was derzeit die Medien machen, ist aus meiner Sicht das völlige Gegenteil dessen. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt hinsichtlich der Verfassungspraxis, die wir derzeit in Deutschland haben, nämlich die Meinungsfreiheit. Wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland, ist im Grundrecht, im Grundgesetz garantiert. Aber es heißt nicht, dass wir sie in der Praxis haben. Und ich habe den Eindruck, es gibt immer weniger Meinungsfreiheit. Und ich glaube, ich bin nicht alleine. Mein Eindruck ist, ein großer Teil der Bevölkerung hat berechtigte Sorge, dass diese Meinungsfreiheit eingeschränkt ist und immer weiter eingeschränkt wird. Ich will einige Beispiele nennen. Es ist keine Meinungsfreiheit mehr, wenn jemand seinen Job verliert, weil er einer falschen Partei angehört. Es ist keine Meinungsfreiheit, wenn eine junge Doktorandin, die vor 2 Tagen bei mir war, Angst hat, nicht mehr promovieren zu dürfen, nicht mehr ihren Abschluss machen zu dürfen, weil sie einen Fehler begangen hat. Sie sprach davon, es gibt nur 2 biologische Geschlechter. Es gibt nur 2 biologische Geschlechter, aber wenn man dies ausspricht und dann Gefahr läuft, Opfer von Ausgrenzung, von Mobbing zu werden, von Diffamierung, Diskreditierung, da muss ich sagen, ich als derjenige, der in den 90er Jahren am Asylrecht gearbeitet habe, würde sagen, wenn das in irgendeinem fernen Land passiert wäre, damals in der Türkei, irgendwo im Mittleren Osten, in Afrika, würde ich sagen, ich hätte 0 Probleme, diesen Leuten, wenn sie zu uns kämen, das große Asyl zu geben. Denn das ist politische Verfolgung. Und wenn ich dann noch zur Kenntnis nehmen muss, dass Julian Reichelt, der frühere Chefredakteur der Bild-Zeitung, ein kritischer Kopf, einer, der wirklich genau das sagt, was er denkt, man muss nicht immer seiner Meinung sein, aber in vielen Punkten muss ich sagen, bin ich seiner Meinung. Er spricht das offen aus, ich würde mich vielleicht anders ausdrücken, aber er spricht das aus, was das Problem ist und was die Probleme in diesem Land sind. Und er hat gesagt, er findet es nicht akzeptabel, dass die Regenbogenflagge vor Polizeigebäuden in Berlin gehisst wird.
Und ich muss sagen, ich finde es auch nicht akzeptabel. Ich halte es auch für schlicht rechtswidrig, so etwas zu tun, weil vor öffentlichen Gebäuden dürfen nur Staats- und Hoheitssymbole gehisst werden. Es darf die Bundesflagge gehisst werden, es darf die Landesflagge gehisst werden, es darf die Europaflagge gehisst werden, es darf die kommunale, die Stadt- und Gemeindeflagge gehisst werden, aber nicht die Flagge irgendeiner extremistischen Ideologie. Und dieser Julian Reichelt hat das ausgesprochen, was ich denke, was Sie denken. Ich glaube, was die allermeisten Menschen in diesem Land denken, die sich einmal mit dieser Frage beschäftigt haben. Und dann hat der sogenannte Queerbeauftragte oder Querbeauftragte, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, aber der von der CDU-Landesregierung neu eingeführte in Berlin Strafanzeige gegen Julian Reichelt erstattet wegen Volksverhetzung. Strafanzeige wegen Volksverhetzung, weil er das Hissen dieser Flagge kritisierte. Und da muss ich sagen, dies ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Das ist nicht nur ein Angriff auf die individuelle Meinungsfreiheit von Herrn Reichelt, sondern es ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit von uns allen. Weil wir kennen den Ausspruch von Mao, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Und es ist ganz klar, wenn ein Queerbeauftragter eine derart prominente Person mit einer Strafanzeige verfolgt, dann muss jeder andere auch damit rechnen, dass der Staat, und das ist dieser Queerbeauftragte, er wird vom Staat finanziert, auch Leute verfolgt, die dies kritisieren. Und das ist, muss ich sagen, ein wirklicher Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und der dritte Punkt der Strukturgrundlagen unserer Verfassung, der mir große Sorgen bereitet, weil er mehr und mehr erodiert, ist der Rechtsstaat. Professor Papier, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, hat es vor einigen Jahren in Publikationen, insbesondere in einem Buch, mal zum Ausdruck gebracht, die Erosion des Rechtsstaates. Anstatt dass diese Aussage von ihm eine Welle geschlagen hätte, die im Bundestag angekommen wäre und sofort zu einer Untersuchung geführt hätte, ist das totgeschwiegen worden, was er sagte. Und er war nicht irgendein Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Rechtspopulist, sondern einer der namhaftesten Juristen und die Nummer eins in der deutschen Justiz über viele, viele Jahre. Er hat das kritisiert und ich kritisiere es genauso. Und seitdem ist noch viel, viel mehr passiert. Es ist einiges passiert. Ich hatte es schon in den 90er Jahren gemerkt, als ich damals für die Rauschgiftbekämpfung zuständig war und merkte, dass in rot-grün regierten Ländern man 5 Grad sein ließ, wenn es um Rauschgiftbekämpfung ging und man offene Drogenszenen duldete. Dann ging es immer weiter. Ich habe es in der Migrationspolitik gesehen. Vorhin habe ich ein Beispiel gebildet, wo man einfach das Gesetz mal zur Seite geschoben hatte und sagte, wer die Macht hat, hat das Recht. Und weil wir jetzt gerade regieren, machen wir es so. Ich habe es dann bei Corona erlebt, wo ich gesehen habe, nicht, dass hier irgendwelche Gutachten erstellt wären über Verhältnismäßigkeit bei Lockdowns, nicht, dass irgendwelche Prüfungen stattgefunden hätten mit Blick auf die Verpflichtung für Mund-Nasen-Schutz in Schulen, bei Kindern, die Behandlung in Pflege- und Altenheimen. Es gab gar keine Prüfung. Wissen Sie, als ich Referendar war in einer Kommunalverwaltung, da musste ich prüfen, unter welchen Voraussetzungen kann man Kampfhunde anleihen. Damals war das Thema Kampfhunde ein Thema in der Politik gewesen. Und da habe ich festgestellt, wie schwer es ist, eine derartige Regelung, die wasserdicht ist, juristisch wasserdicht ist, zu erlassen. Weil Kampfhund ist nicht Kampfhund. Ja? Und es gibt unterschiedliche Situationen. Kampfhunde können zu Hause sein, Kampfhunde können auf der Straße gehalten werden, Kampfhunde im Park. Es können auch Hunde im freien Feld laufen. Ist die Frage, ist die Leine ausreichend oder muss auch ein Maulkorb sein? Oder Maulkorb plus Leinen. Ich sage das deswegen, weil es ist juristisch nicht einfach mal so aus der Hüfte geschossen zu sagen, jetzt machen wir mal hier so ein Kampfhundeverbot, eine Kampfhundeverordnung, sondern es bedarf einer sorgfältigen Prüfung und da kommt man nicht so ohne weiteres unter 20 Seiten weg. So, und dann gab es Corona und die Lockdowns. Und dann sah ich, dass die Ministerpräsidenten zusammenkamen und dann sagten wir, Lockdown vielleicht 2 Monate oder vielleicht doch eine Woche mehr.
oder eine Woche weniger. Bin ich hier eigentlich? Ja? Sind wir hier eine Autokratie? Ja, wo einfach mal so die Leute zusammenkommen nach einem Glas Rotwein und sagen, wie lange halten wir die Leute denn jetzt mal zu Hause gefangen? Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.